auch momentan in Hand von Invictaurus. P4 holt sich gleich den Stuart. Nein, tut er nicht! Wie ist er denn jetzt geplatzt? Holy shit, Moment. Haben die zwei Stuarts hier zusammen gerade den P4 platt gemacht? Oder kommt ein Stuart angefahren, direkt auf den Lux zu. Lux hat den ersten kassiert und den zweiten. Und ich glaube, das war's jetzt gleich mit dem Lux. Da verabschiedet sich der Lux auf den Schrottplatz. Kleiner, tapferer Stuart. Hier kommt auch der Airhead von PV. Hier kommt gleich ein schöner Fullspawn rein. Und dann war's das. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann im Hardcap drin. Sind 30 Mann Cap Power und damit keinerlei Chance mehr für Invictaurus, hier noch was gegen zu tun. So wie angesagt, mit seiner Panzerschreck ballert dem 76er den ersten in den Heck, den zweiten auch noch. Motor ist raus, sehr gute Arbeit an der Stelle. Jetzt kann er nicht mehr viel machen. Der OP wurde gesehen, sehr schön. Damit ist er jetzt raus und keine Angriffsmöglichkeit mehr für Invictaurus von dieser Seite aus. Ist immer noch am Leben, wird jetzt rausgeholt von Neurone. Sehr schöne Aktion. Wusste ja auch nicht, wenn man hier drauf steht, kann man wohl hier rüber aimen auf dieses, auf diesen Durchgang. Gute Position, muss ich mir gleich mal abspeichern. Evangelion gegen Mosal. Verbindet sich gerade. Mosal müsste jetzt eigentlich gehört haben, dass Evangelion hier war. Zielt auf ihn und holt ihn sich. Sehr schön gemacht an der Stelle. Er steht hier hinten, wird gerade repariert. Und oh, ganz knapp, da hat man wohl geahnt, da kommt was von oben runter. 76er hat zurückgesetzt, es hat nur die Repair Station erwischt. Schade drum, wäre sehr, sehr schön gewesen, hätte ich Invictaurus definitiv gegönnt, dass hier der 76er rausgeht. Pickt jetzt auf jeden Fall hier mal die Satchel angeklebt. Ein Strike steigt aus. Die Satchel ist dran. Das Urteil wurde gesprochen und soeben vollstreckt. Hier die Hecke ist sehr belebt. Jort hier ganz vorne holt wozu raus. Das tat weh. Oh, hier im Smoke zwei Leute aneinander vorbeigerannt. Hartan auf dem Weg, den OP rauszunehmen. Ich glaube, der erste OP ist weg, der zweite OP ist weg. Hartan wurde jetzt rausgenommen. Wir haben aber hier keinen einzigen Offizier mehr, der sofort irgendwas nachstellen könnte. Damit der Angriff hier gleich zu Ende. Falls denn mal jemand hier durchmollen würde. Und Kosoil hier mit seinem MG zimmert ordentlich rein, nimmt alle drei Mann raus. Der OP durfte aufgedeckt sein. Hier Artela jetzt hier. Autsch! Das tut weh. Zwei Artela noch übrig. Jawohl, der saß auf jeden Fall. Oder Sly macht Avocado jetzt raus. Sehr, sehr schön an dieser Stelle. Super verteidigt hier die Garnison. Sehr, sehr knapp. Aber der 76er macht es gut. Ist so ausgerichtet, dass der Fahrer mit seinem Bug-MG hier die Hecke auf der rechten Seite im Blick hat. Und das Geschütz kann alles andere behaken. Das wird hier ausgestiegen, um den angeschlagenen 76er wieder zu reparieren. Mit ihren 76er Edelweiß dran. Au! Da war's. Der eine 76er rettet dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch.
5 Sekunden später und die Satchel wäre dran gewesen. Aber wir sehen, beide 76er ziehen sich jetzt zurück. Wow! Was für eine Rocket, nur von der falschen Fraktion. What the fuck? Ist der Marker richtig? Ja, sie wissen genau, wo die Garnison steht. Neurone wieder. Schon wieder eine gute Aktion. Jetzt ist die Garni gesperrt. Es kann niemand mehr spawnen. Er hört sie mit Sicherheit an der anderen Seite rankommen. Es wartet aber niemand mehr auf ihn. Von daher wird diese Garnison jetzt sicherlich rausgehen. Red Pill will die Garnison noch retten. Kommt aber zu spät. Seine Granate wäre echt gut gekommen. Durch die Granate jetzt Neurone natürlich alarmiert, aber zieht den Kürzeren gegen Red Pill. Mal sehen, wie lange das hier überlebt. Man kann ihm nur wünschen, dass kein 76er hinten steht. Aber der andere hat schon umgedreht, der 76er. Da kam der Schuss. Lux nochmal richtig Glück gehabt. Sollte sich jetzt aber bewegen, sonst kriegt er gleich den ersten Schuss vom 76er ab. Avocado hier mit der Satchel. Will er den Lux wegmachen? Schafft er erstmal nicht. Jetzt ist der Lux zu schnell geworden. Keine Chance mehr für ihn, hier ranzukommen. Was ist eigentlich hier mit dem 76er? Ja. Er kommt. Und da war es auch gewesen mit dem Lux. Ich weiß nicht, mit welcher Selbstverständlichkeit die hier über den Rasen tuckern, als wenn sie nicht wüssten, dass da ein 76er auf sie wartet. An der Garnison dran, Sillen. Wird er jetzt von Funny noch weggeholt? Nein! Sehr, sehr schön. Sillen hat die Garni rausgeholt, auch wenn er jetzt noch drauf geht. Aber wichtig, hier die Garni rauszunehmen. Tartan hier mit den Schüssen auf den Tiger seitlich. Der ging sogar durch. Okay. Also, ich habe gelernt, ich hatte bisher Unrecht. Man kann von der Seite wohl mit etwas Glück auch einen Tiger mit der Bazooka penetrieren. Da kam der zweite Schuss. Der hat wohl nicht ganz gesessen. Hier werden sie jetzt nicht weiterkommen. Da ist der Baum im Weg und eine Granate hat auch was dagegen, dass er die, die Fahrt fortsetzt. Moasel chillt. Die Garni wird gleich... Holy shit! Da haben sie aber noch mal richtig Glück gehabt, dass die Garni nicht weg ist. Zepke hier ein bisschen zu euphorisch Richtung Garni gerannt. Drei Mann waren hier noch am Leben, aber das war wirklich ganz, ganz knapp. Das war diese 3-Sekunden-Regel, die hier noch gegriffen hat. Eigentlich war die Garnison nicht mehr spawnbar, aber die 3 Sekunden, wenn die angekratzt werden, geht der Spawn trotzdem noch durch. Der Tiger könnte, wenn er richtig zielt, den 76er jetzt erstmal beschießen. Was ist denn da los? Wo schießt denn der Tiger hin? Hat wahrscheinlich sogar noch eine HE geladen. Jawohl, der erste Sitz. Der 76er hat eine kassiert. Tiger muss jetzt hier durchbrechen. Rechts einlenken, Junge. Rechts einlenken. Jetzt ist der... Oh mein Gott. Jungs, jawohl, hinterher und weiter reinballern. Schieß. Oh no. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade los war, dass der Tiger den 76er nicht verfolgt hat und rausgenommen hat. Hauptquartier ist fürs Erste in Sicherheit. Schnitzel holt die Avocado raus. Wird seinerseits beschossen vom Artista. Schaut in die falsche Richtung. Jack wird ihn jetzt... What? Jack rennt dran ihm vorbei. Er hört ihn sogar eigentlich schießen und kümmert sich trotzdem nicht drum. Was ist denn da los? Müssen wir den Leuten alle mal neue Headsets geben? Das ist gerecht. Babaka geht... Oh, er holt sich! Jackie! Sehr schön gemacht an der Stelle. Unter Beschuss gewesen und trotzdem noch den Kill gemacht. Rustentier muss ihn jetzt gehört haben. Ja, er geht langsam um die Hecke. Sieht ihn, nimmt ihn raus und sollte jetzt dann auch den OP hier rausnehmen. Da ist nochmal ein Spawn-Kustentier, holt Moonlight aber auch raus und nimmt den OP raus. Sehr, sehr gute Aktion. Steht der Tiger nicht hier drüben? Ja, der Tiger. Die wissen nichts voneinander, oder? Aber der Tiger schwenkt nicht ein, der 76er.
jetzt. Nein, er schwenkt auch noch nicht auf den Tiger ein. Die stehen beinahe nebeneinander und machen nichts gegeneinander. Die Kommandanten müssen es doch gegenseitig sehen. Okay, ich halte die Klappe. Hier ist nur noch Tommy als Fahrer drin. Klettern, um noch die Session anzusetzen. Wozu? Erster Shot hinten rein oder war es schon der zweite? Er wird aber rausgeholt. Wahrscheinlich von Soft Air und hat damit den Tiger gerettet. Tiger wird auf jeden Fall noch in Sicherheit gefahren. Mittlerweile haben sie es wohl durchgesagt bekommen. Und sie düsen dem dem Tiger auch hinterher. Tiger mittlerweile hier auf dem Feld. Jetzt Motor ausgeschossen. Steht an, ohne Möglichkeit was zu tun. Auf dem Feld. 76er kommt und macht den Rest. Hugos Ruf einzunehmen. Schaut euch das an. Holy fuck. Was ist denn hier passiert? Ich habe schon wieder einen Airhead verpasst, glaube ich. Das ist ja der Wahnsinn. Sau, sau geile Aktion von Invictaurus hier an dieser Stelle. Der gesamte Hardcap ist voll von ihnen. Keine Chance mehr von PV, hier jetzt nochmal ranzukommen. Invictaurus hat, glaube ich, alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, alle Mann vorne rein, keiner bleibt mehr hinten.